Erleichterung bei Schalke 04. Trotz großer Verletzungsprobleme erkämpften sich die Königsblauen beim FC Chelsea überraschend einen Punkt. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen in der Liga sicherte Klaas-Jan Hünteler den knappen 1:1 in London. Darauf ausruhen möchte sich der Torjäger aber nicht. Wir dürfen jetzt nicht abwarten und gucken, wie es weitergeht. Wir müssen selber das Lenkrad in Hand nehmen. Also alles machen dafür, um zu gewinnen, um auch Chancen rauszuspielen. Und die Fokus müssen wir haben. Und dann gewinnen wir auch unsere Spiele. An der Stamford Bridge gerieten die Königsblauen schon früh durch Cesc Fabregas in Rückstand. Aber Schalke kämpfte sich ins Spiel zurück, zeigte sich bissig und schaffte dank einer starken Leistung von Julian Draxler und Hünteler den Ausgleich. Man darf auch nicht vergessen, dass Chelsea dann noch die eine oder andere Chance hatte. Ich denke, ein Sieg wäre möglich gewesen, aber ob er jetzt unbedingt verdient gewesen wäre, sei auch mal dahingestellt. Ich denke, mit dem Unentschieden können wir gut leben. Das haben wir uns auch hart erarbeitet und auch das ist absolut verdient. Am Ende retteten die Schalker Notabwehr und Keeper Ralf Fährmann den Punkt. Damit hatten nur die wenigsten gerechnet. Diesen Schwung wollen die Spieler jetzt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir immer am Boden liegen müssen. Also natürlich waren die letzten Wochen jetzt nicht sehr gut. In der Bundesliga haben wir jetzt verloren gegen Gladbach. Vorher halt unentschieden gegen Bayern gespielt und heute wieder gegen die Spitzenmannschaft unentschieden gespielt. Ich denke, das muss uns Selbstvertrauen geben und ja, Samstag müssen wir 3 Punkte holen. Dann heißt der Gegner Frankfurt eine lösbare Aufgabe, wenn die Schalker mit neuem Selbstvertrauen an ihre Leistung aus London anknüpfen.